Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wo fange ich an? Normalerweise habe ich gestern schon einen Livestream gemacht auf Twitch. Also wenn ihr vorbeischauen wollt und dabei sein wollt, dann kommt einfach mal rein und schreibt einfach mal was oder guckt einfach nur zu. Wie schon gesagt, ich habe gestern einen Livestream gemacht, 6 Stunden. Und da ist mir dann später dann bei der Aufnahme oder vielmehr gesagt bei dem Video dann auf einmal bemerkt, dass ich da noch eine zweite Tonspur anhatte, die alles verdoppelt hat an In-Game-Sound. Und somit konnte ich sie halt erstmal ja, wegschmeißen. Und deswegen tue ich jetzt nochmal eine Aufnahme machen, muss nochmal komplett von neu beginnen. Weil 6 Stunden ist schon ziemlich viel gewesen, was man da, wie man sieht hier, ne, das ist der Charakter. Kann ich halt wieder wegschmeißen. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, gut, dann mache ich nochmal eine Aufnahme extra für YouTube, die heute rauskommt noch. Und für die Leute, die mich nicht kennen und neu dazugekommen sind. Ich habe vor 3,5 Jahren noch Livestream gemacht und alles und auch Let's Plays. Habe dann aber, sage ich mal, eine Pause gemacht. Normalerweise wollte ich eigentlich nur eine kurze Pause machen, vielleicht von Pi mal Daumen 6 Monate, vielleicht ein Jahr allerhöchstens, bis ich das neue Glasfaser habe. Das Glasfaser ist immer noch nicht da, aber wenigstens habe ich eine 100.000er Leitung immerhin schon mal. Was viel wert ist. Ich hatte damals halt nur eine 16.000er Leitung gehabt, habe aber nur 7.000 bekommen. Also ist nur 7.000 habe ich nur erreicht. Und damit Videos hochzuladen oder Livestream zu machen, ist ein Krampf, ist das einfach nur. Ist wirklich nur ein Krampf gewesen. Und deswegen habe ich halt so lange eine Pause gemacht. Also im Schluss sind es dann 3,5 Jahre geworden. Knapp 3,5 Jahre. Ich glaube, das letzte Video war es vor ungefähr knapp 1,5 Jahre oder so. Oder 2 Jahre. Keine Ahnung. Pi mal Daumen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall fange ich jetzt halt, starte ich komplett jetzt neu. Starte ich durch. Und ja, ich hoffe, der Ton und alles ist soweit in Ordnung. Ich habe mehr Sachen nochmal ein bisschen rumprobiert und getestet und alles. Mal sehen, vielleicht, ich werde definitiv das Mikro nochmal ein bisschen umstellen und dies und das nochmal ein bisschen rumprobieren und ein bisschen rumspielen da. Ich muss halt auch erstmal wieder reinkommen und bin natürlich da ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Muss erstmal wieder alles neu lernen, wie das halt so ist. Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Denke ich mal, bei diesem Spiel ist das ein guter Start. Sein Comeback, sag ich mal, zu feiern. Und ja, daher fangen wir einfach mal an und stellen uns einen Charakter her. Ich habe da schon eine gewisse Vorstellung, weil ich ja schon vorher etwas gespielt habe. Ich war überlegen gewesen, vielleicht nochmal weiße Haare zu machen. Bin mir aber nicht sicher. Oder soll ich doch lieber schwarze Haare nehmen? Ich denke, wir können es auch später immer noch ändern, jede Zeit im Game. Das ist jetzt nicht das Problem. Natürlich kann man jetzt Narben machen. Aber ich weiß nicht, eine Narbe finde ich immer, man darf nicht vergessen, die sind erst 15 und
Der hat ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, schon was irgendwie Großes erlebt. Ja, daher Gesicht, Farbe. Nee, das sieht irgendwie so komisch aus. Ist denn das blaue, dunkelblau? Oder was ist das? Ja, ne? Ich glaube schon. Aber ich würde sagen, nehmen wir die oder die. Nehmen wir die hier. Ja, Augenbrauen. Wo die eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Nee, auf keinen Fall. Nee. Ich dachte mir auch, ich spiele mehr so arrogant und ein bisschen böse und ne, so angeberisch und sowas halt, sag ich mal. Ne? Man kann ja da ein paar... Also es gibt kein Moralsystem, das wurde ja leider nicht genommen, also mit hineingenommen im Spiel, aber nichtsdestotrotz kann man ja so einiges an Spielereien machen. Und Braunfarbe lassen wir genauso. So, Schwierigkeitsgrad nach spielen wir auf normal. Ich war erst an überlegen auf schwer, aber ich glaube, dann wiederholt man zu oft gewisse Sachen und selbst auf normal ist es schon an manchen Ecken, sag ich mal, schon sehr knackig. Dann gibt es halt nochmal männliche und weibliche Stimme. Hier kann man nochmal die Stimme... Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas... Das war gar nicht schlecht. Ich bin zwar... Wunderbar. Von mir aus kann's losgehen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas... Das... Wunderbar. Ich find das ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. So. Namen habe ich mir auch schon überlegt. Kann man eigentlich nur einen Formnamen machen? Nee, kann man nicht. Nee, man muss beide. Okay. Ich habe da schon einen, wie man hier so sieht. Den muss ich nochmal kurz anpassen. Nein. Henry Kingsley. Aber hier stimmt was nicht, warte mal. Muss ich mal ganz kurz hier zurück. Das hier. So. 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 Henry Kingsley. Das ist ein Brite halt, ne, 15 ist der ja und ja, ne, ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut. Bei denen hier bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das hat so ein bisschen, so ein paar Quests oder so sollen, glaube ich, in, so in die Richtung gehen und wie die Leute darauf reagieren auf einen Hexer oder Zauberer. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich dachte mir, ich spiele mal einen Hexer. Und vielleicht spiele ich irgendwann mal nochmal als Zauberer und mehr so Richtung nett und lieb und ein anderes Haus und alles. Und ja, mal sehen. Also uns einfach mal überraschen.
Fangen wir einfach mal an. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen...
Schlüssel! Ihre Hand schnell! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. So. Also ich spiele halt auch mit dem Controller. Und ja. Was ist passiert? Was ist auch schon los? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. So, dann geht's jetzt auch schon los. Das ist ja, sag ich mal, das Tutorial und na, erstmal ein bisschen reinkommen. Meine Grafikeinstellung ist auch jetzt nicht das höchste. Das würde einfach mein PC einfach nicht schaffen. Ich habe jetzt soweit, wie es geht, wo ich glaube, dass es ganz gut ist, dass es ein gewisser Ausgleich ist. Ohne irgendwelche Props oder FPS-Einbrüche spielen zu können. Da muss ich noch mal ein bisschen so rumtesten. Ja. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Ich bin mir halt auch noch nicht sicher, soll ich mit Tastatur oder mit Maus... Schön aufpassen. Keine Ahnung, also ich würde es jetzt mal... Ich habe gestern halt was habe ich Ihnen gesagt? Controller meine ich nicht, Tastatur und Maus. Also ich habe gestern mit dem Controller gespielt. Ich würde es heute mal mit der Maus und Tastatur spielen, um zu gucken, wie ist das so, damit zu spielen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Und ja, einfach mal testen. Hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Ich kenne die natürlich halt jetzt nicht die Tastenkombination. Aber ich denke mal, für die Zaubersprüche ist das, denke ich mal, sehr sinnvoll. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie...
hier nochmal was einstellen. Ich hoffe, ich muss jetzt keinen Neustart machen. Und für die Leute, die sich vielleicht auskennen, weil da habe ich jetzt noch nicht mal nachgegoogelt oder so. Was ist besser? Ist das Anti-Aliasing besser? Das ist jetzt die höchste Einstellung, die es geben tut. Es gibt nur zwei. Oder ist das Hochskalierung? Das ist ja irgendwie eine neue Technologie, die jetzt irgendwie alle Spiele jetzt irgendwie haben. Ist das besser oder das besser? Keine Ahnung, also bin ich mir unsicher, was besser sein soll. Keine Ahnung. Hier steht zumindest, tut auf jeden Fall die Leistung erheblich verbessern. Aber ist dadurch auch die Grafik, irgendwie wird die dadurch eingeschränkt, schlechter oder so? Keine Ahnung. Also wenn das einer wissen tut oder das hört gerade, schreibt es mir einfach mal in einen Kommentar rein auf YouTube. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe keine Ahnung, was besser von beiden ist. Keine Ahnung. Genau, das habe ich. Also ich habe zum größten Teil fast alles, ja, so Mittel zwischen Ho und Ultra halt, ne? Ich habe gestern auf alles auf Ultra gespielt, aber ich habe schon gemerkt, dass es gab schon ein paar Ecken, wo es doch Probleme gab. Also vor allem die CPU halt, die muss einige schlucken, sag ich mal. Und RTX, das kann ich eh vergessen, weil das kann meine Grafikkarte nicht. Ich habe eine 1080 Ti und die hat diese Technologie ja nicht. Und ich kaufe mir mit Sicherheit keine 3080 für fast um die 400 oder 420, glaube ich, kostet die. Pi mal Daumen. Je nachdem, wo man so kauft. Und so viel Geld für eine Grafikkarte jetzt gerade auszugeben, weiß ich nicht. Das sehe ich im Moment gerade keinen Sinn darin. Zumindest in die nächste Zeit erstmal noch nicht. Ja. Genau. Also im Moment spare ich halt gerade wirklich für einen Prozessor und fürs neues Mainboard und neuen RAM. Um das mal ja, zu verbessern. Genau. Gut, machen wir mal weiter. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Also ich werde es erstmal testen, Tastatur oder... Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet! Mausattacke. Tier anwählen, okay. Das war etwas holpriger als erwartet. Wir können verbessern sich immer weiter. Danke, Sir. Nein, man muss nicht hier das alles kaputt machen oder so. Nicht mehr so kleine Spielereien. Leichter Fahren. Was sind das? Bleiben Sie ruhig. Ja, ich bin nur ruhig. Reparo! Selbst mit der Auflösung gerade mit Pro und Ultra so gemischt, selbst da sieht das schon sehr krass aus. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, welchen PC ich habe, boah, hier ist gerade sehr laut. Ich habe i7
7, 4770 Prozessor, also schon aus der vierten Generation, also schon älteren, der ungefähr um die 9 Jahre alt ist. Fast geschafft! Also für die Leute, die auch einen älteren PC haben, ja, man kann trotz dessen immer noch eine sehr, sehr gute Grafik haben. Es ist natürlich halt schon wichtig, relativ. Ja. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Also man sollte schon halbwegs eine gute Grafikkarte haben. Also ne, meine Grafikkarte ist auch ungefähr um die 7 oder 8 Jahre alt. Die 1080 Ti. Aber sie leistet immer noch sehr, sehr gute Arbeit. Natürlich kommt die auch mal so ein bisschen an gewissen Grenzen, ist ja klar. Ne? Aber der Prozessor, der ist bei mir wirklich der schwitzt ohne Ende. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Okay. Ja. Okay. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fick? Seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Merlins Namen. Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen.
wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verliesnummer? Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Da war eine Kiste gewesen, glaube ich. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Genau. Die Kiste würde ich mitnehmen. Sonst gibt es hier keine. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. So, der erste Zauber, den wir lernen. Oh nein, das war verkehrt. Boah, Alter. Der mit der Maus ist schon zu spielbar. Okay, also mit der Maus ist schon wesentlich anstrengender, sag ich mal, das zu folgen. Revelio! Da! Da war etwas! Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Oder soll ich doch lieber mit der Maus, mit dem Controller spielen, überlege ich gerade.
weil ich jetzt schon gestern so lange damit gespielt habe, einen Controller, da weiß ich jetzt wenigstens, weil ich drücken muss. Ich glaube, ich nehme lieber einen Controller. Machen wir das lieber so. Ist auch in Ordnung. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Ja. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit heraus verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Revelio. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos. Ja. Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Okay, jetzt wird's nicht leicht. Das ist der erste Kampf. Protek! Accio! Descendo! Levioso! Impulso! Expulso! Impulso! Levioso! Contrego! Protego! Levioso! Contrego! Kommen Sie! Lumos. Professor? Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Lumos. Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Oh.
Lumos. Bei den Szenen bin ich natürlich halt immer leise, ne? Also nicht wundern, wenn ich nichts sage bei so welchen Szenen. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir voraus zu eilen.
Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. In Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Jetzt geht's richtig los. Gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier?
Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. So, ich habe mir jetzt auch gedacht, das, was jetzt kommt, lasse ich einfach so. In diesen Haus gehe ich einfach rein, wo der Hut, sag ich mal, mich hineinbringt halt, ne? Also ich werde da jetzt nicht sagen, gut, ich will dieses Haus jetzt nicht haben. Ich nehme das, was kommt. Also daher, gucken wir mal. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? So. Jetzt halt kommt's auch nochmal drauf an, ne? Was ich nehme. Ich würde jetzt einfach sagen... Ehrgeiz. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken. Aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Ja, Macht, genau. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Slytherin, okay. Ja, dann nimm mal das Haus, ne, würde ich sagen. Ist eigentlich ein sehr gutes Haus, würde ich sagen. Ne? Passt auch, ich habe gehört, dass da ja vor allen Dingen, sag ich mal, die ganzen Bösen herkommen von Harry Potter halt. Ne? Daher, und wir spielen ja, gehen wir in die Richtung Böse. Daher passt das auf jeden Fall sehr gut. Nimm mal an. Du gehörst nach Slytherin. Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ja, das gibt's leider Ruhe. Nicht im Spiel. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben.
Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Okay. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Okay, ein neuer Tag. Neue Abenteuer. Beginnen. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. So, ich würde auch sagen, mache ich mal hier erstmal einen Cut rein. Und wenn ihr dabei sein wollt, heute Abend um, ja, ich denke mal so gegen 18 Uhr, 19 Uhr vermute ich mal, werde ich live auf Twitch sein. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere kommt. Und auch mal vielleicht Hallo sagt. Oder ihr könnt einfach auch reinschauen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und überhaupt könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Je nachdem. Lasse ich euch über euch entscheiden. Wenn ihr noch irgendwie sagt, hier, das könnte man noch verbessern. Oder der Ton oder was auch immer. Schreibt es einfach in die Kommentare rein oder kommt einfach bei einem Livestream vorbei. Ich werde so gut wie jeden Tag Livestream machen, außer Freitag und Sonntag. Das sind die einzigen zwei Tage, wo ich keinen Livestream mache. Wahrscheinlich auch Donnerstag, muss ich mal sehen. Aber guckt einfach mal rein. Könnt ja folgen auf Twitch und auf YouTube könnt ihr einfach die Glocke aktivieren. Da verpasst ihr nichts. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ne? Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Geht schon los hier.